Hallo, hier ist wieder euer Roman von Zanaschka Mineralien. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einfach ein Armband mit Gummizug selber fertigen könnt. Das Armband werden wir mittels Schmuckgummi aus einem Strang Riverstone anfertigen. Oftmals ist der Knoten das Problem. Daher möchte ich hier mal darauf eingehen, wie ihr den Knoten richtig machen könnt. Zuerst der falsche Knoten. Wenn ihr immer in die gleiche Richtung knotet, rutschen am Ende die Gummienden wieder auseinander. Dieser Knoten heißt auch, das ist kein Scherz, Altweiberknoten. Wie ihr sehen könnt, kann man diesen Knoten ganz leicht wieder lösen. Der richtige Knoten ist ein Kreuzknoten. Ihr müsst die Enden immer gegengleich übereinander legen. Dadurch entsteht dieser Knoten und dann ziehen sich die Enden bei Zug automatisch von selber fest. Nun zeige ich euch noch einmal mit dicken Schnüren ganz genau, wie dieser Kreuzknoten geht. Also die Enden immer gegengleich miteinander verknoten. Unter Zug zieht sich nun der Knoten immer fester zusammen. Damit aber ja nicht schief gehen kann, mache ich den gleichen Kreuzknoten nochmals über den vorhandenen Kreuzknoten. Nun ist das Armband wirklich unlösbar verbunden. Der Knoten sieht nun sehr groß aus, aber wenn man ihn mit Gummi macht, ist er fast nicht bemerkbar. Aber nun genug geübt, jetzt geht es ans Armband machen. Einfach ein Stück Schmuckgummi abfädeln, aber noch nicht abschneiden, den Perlenstrang aufschneiden und die Perlen auf den Gummi umfädeln. Falls der Gummi nicht gut durch die Perle rutscht, könnt ihr ihn schräg abschneiden, dann geht es etwas leichter. Nun noch die Länge des Armbandes kontrollieren. Knoten gut verstecken zu können, könnt ihr eine Perle mit einem etwas größeren Loch nehmen, wo ihr ihn dann schön hineinziehen könnt. So, und nun geht's ans Verknoten. Immer schön gegengleich knoten, nie in die gleiche Richtung knoten. Einmal nach vorne und einmal nach hinten und gegengleich. Das Ganze macht er viermal, wie vorhin mit der dicken Leine gezeigt, und das Armband hält wunderbar. Als zusätzliche Sicherheit könnt ihr den Knoten noch mit einem Tupfernagellack fixieren. Jetzt noch den restlichen Gummi abzwicken und den Knoten in die Perle hineinziehen. Fertig ist das schöne Armband. War ja gar nicht so schwer. Das war wieder ein kleiner Tipp von Zanaschka Mineralien. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Tschüss!